dreht der sich jetzt um oder was? Jetzt nicht mehr. Ich bin doch nicht irre, falls er mich meint. Falls nicht, dann sorry. Die andere Person ist schon irre, ziemlich. Ist ja irre. Und hier kam die her? Also warte mal. Rutsch. Diese Moves, ne? Deluxe. Glänzendes Gold Errungenschaft. Glänziges Gold. Aber wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt irgendwo in irgendwelchen... Das sieht nach Tomb Raider aus. In irgendwelchen alten Ruinen hier, ne? Da drunter. Ja, ich bin ins Wasser gefallen. Ziemlich eindeutig. Muss mich jetzt wahrscheinlich... Ah, sieht schon geil aus. Wahrscheinlich jetzt hocharbeiten zur Stadt. Der sieht mich gleich. Der sieht mich auch. Wie Wand hochklettern. Ich kann eine Wand hochklettern. Fantastisch. Das muss doch laut sein. Mal ganz ehrlich. Alles, was ich hier mache, macht Geräusch wie sonst was. Nix Alarm! Alarm kannst du nicht knicken. So. Der kriegt keinen Alarm. Theoretisch kannst du auch die ganze Gegner durch Stormtrooper austauschen. So wie die Kanonenfutter sind hier. Und... Mist. Klappt super. Mach so. Bester Kampf ever. Haben die Raketen hier? Ist ja fies. Also die sehen echt ein bisschen wie Stormtrooper aus. Durch den Helm. Ein bisschen, ne? Ein bisschen klumpiger. Ein bisschen eimerhaft. Jetzt hat man sich einfach einen Eimer über den Kopf gezogen. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. So. Ich räume nochmal kurz auf. Alarm ist zu Ende. Fantastisch. Das heißt, Gegnerwelle beendet. Vorerst. Hast du immer gut zu wissen. Okay. Okay, die Frage ist, wo muss ich denn jetzt konkret hin? Hier vermutlich nicht. Ah, hier komme ich wieder hoch, natürlich. Ich hätte auch so hoch gehen können, wahrscheinlich. Sehr vermutlich. Ja, so gut. Rutsche ich da runter? Alarm, natürlich. Ja, aber wer brüllt denn hier? Wer brüllt denn da immer? Oh, die Mauer ist weg. Nein. So. Ah, hier kann man gar nicht lang rutschen. Das ist die Mauer einfach umfällt hier. Fies. Das ist aber keine gute deutsche Mauer hier. Au! Kriegen sie ein bisschen stabiler hin. Haben sie jahrzehntelang bewiesen. Also, das war ja später erst. Verdammt, wir sind ja noch vorher. Wir sind ja noch vor der ganzen hier Trennung und sowas. Deswegen. Das erklärt natürlich einiges. Okay. Trotzdem jetzt gerne auf die Klopperei ein bisschen verzichtet, muss ich sagen. Ich schieße zwar gerne, aber es ist manchmal sehr viel. Weil ich auch manchmal zu doof bin. Das zu umgehen. Hi. Ja, es ist nicht die beste Waffe für den Sturmangriff. Es ist überraschenderweise kein Sturmgewehr. Das sollte geholfen haben. Wir leben noch. Au. Okay, neue Chance. Ein bisschen leiser. Bisschen sehr viel leiser an der Stelle. Jups.
Fantastisch. Wer ist der Typ, der Randale macht und Verstärkung ruft? Ich würde da gerne rauf. Wer ruft denn hier die Verstärkung? Bin ich unsichtbar genug? Anscheinend ja. Nein, nein, ist hier nicht. Hier ist nicht wer, hier ist ich. Warum er sagt, ist da wer und dann haut er ab. Ist auch geil. Ganz oben ist einer. Kann es sein, dass man die Kommandanten schneller ausschalten kann, die Kommandeure, weil die weniger Helm auf dem Kopf haben? Dass es dadurch einfacher wird. Müsst ihr nicht feststellen, dass da eine Leiche liegt? Ich wollte es gerade sagen. Der muss doch meckern, dass dann sein Kumpel tot auf dem Boden liegt und chillt. Musst du sowas von meckern hier eigentlich? Ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das wäre jetzt meine bevorzugte Spielweise. Dass man... nicht nur am Kloppen ist. Ja, es fällt mir sehr früh ein, aber... Wie gesagt, die Kämpfe sind zwar nett, aber es ist... Nachdem man erstmal 300 Gegner mehr bekommt, als wenn... als wir hier eigentlich stehen... Ist ein bisschen, bisschen sehr provokant. Miss. Gut, klar, ganz hätte ich das oben ordentlich machen können. Ein paar Leute zumindest schon mal weniger. Ganz paar halt. So. Wenigstens der eine Dicke schon mal weg. Naja, wo sind sie denn? Lächeln. Ich finde das schön. Den hat es komplett zerlegt, ne? Nee, hat es nicht. Ich wollte gerade sagen. Genau, den meinte ich. Hat sich wohl angesprochen gefühlt. Ist aber auch ein fiese Bereich hier. Jetzt selbst von hier unten. Aber man hätte auch von hier hinten raus darum. Ah, okay, okay. Von der anderen Seite aus daran kommen können. Alles klar. Hätte ich mal machen sollen. Naja. Am Ende ist man immer schlauer und blauer. Je nachdem, ob es Alkohol gibt. So. Ah, puh. Na komm. Schwachstelle. Komm's. Hallo. So. Das ging ganz gut. Fällt bitte nach hinten. Der hätte sowas von nach hinten fallen müssen. Das wäre viel epischer gewesen. Sehr viel epischer. Aber sowas von viel epischer. Ah, gut. Haben wir das auch. Alles klar. Gleich explodiert das Ding. Machbar? Ist ja auch mal nicht. Ah, okay. Also ganz wären wir eh nicht drum herum gekommen, ne? Ums Kämpfen. Mal so gesehen. Wenn der Kerl hier genau auf diesem schmalen Gang uns entgegenkommt. Also klar, das ist, es ist immer noch kein Schleichspiel. Aber es ist doch schleichiger als, also gefühlt schleichiger als vorher. Herausforderung für ihre Höhlen freigeschaltet. Aha. Deswegen stand das Ding da. Damit es cool ist. Ich weiß nicht, was die Herausforderungen sind. Ob man da ein Zeitspiel dann plötzlich hat oder was es wird. Dass man quasi noch mehr Content hat hier. Zum Daddeln. Ich weiß es gerade mal nicht. Aber sieht trotzdem sehr nach Tomb Raider aus hier. Von den Gegenden.
Nach dem letzten oder vorletzten Teil. Die gute Lara. Z-Zen und Kavernen. Kavernen? Schwindet die Ratte. Bestimmt ist die Ratte unser Freund. Ist es schlimm, wenn ich da runterfalle? Ist das schlimm? Warte mal. Ich mach das mal kurz, ne? Wo komme ich denn hier hin? Hallo? Aha. Warte mal, wenn ich hier die Höhle verlasse. Man hätte auch von oben. Aha. Hätte man hier irgendwie Wege abkürzen können, oder was ist da los? Ich komme da nicht wieder hoch, ne? Mist. Tja, ich komme da nicht wieder hoch. Fantastisch. Na, dann halt nicht. Wer weiß, was da noch gewesen wäre. Kein blasser Schimmer. Ich glaube, die Waffe braucht gerade gerade nicht. Das wird zu langsam. Okay. Okay. Es ist schon hübsch. Ich finde es hübsch. Es hat was. Wir müssen unter der Brücke lang. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Klassisch. Im Half-Life 2-Style. Ja, natürlich. Ne, wenn da irgendwo eine größere Brücke ist, natürlich muss man da drunter durch. Natürlich. Oben rüber ist zu langweilig. Natürlich muss das drunter sein. Natürlich. Ist logisch. Immer umständlich, bitte. Und natürlich fährt in dem Moment irgendwas drüber oder fliegt drunter durch. Weil das gerade mal sehr flott war. Was war denn das? Düsenjets sollten sie eigentlich nicht haben hier, oder? Dann wurden die erfunden. Hübsch. Na, haben wir echt Glück gehabt, dass wir da vorne ins Wasser gefallen sind. Sehr, sehr, sehr viel Glück. Im Sinne von richtig viel Glück. Also richtig, richtig, richtig viel Glück. Tschüss, Rückweg. Was ist denn das, bitte? Was ist das? Irgendwas rot leuchtendes. Ich habe keinen blassen Schimmer. Schön zwischendurch ein bisschen Ruhe zu haben, mal ganz ehrlich. Und ja, ich werde alt. So wird zur Ruhe. Ah, okay. Er ist trotzdem noch so laut, es muss den anderen auffallen. Tja, sind wir in der anderen Seilbahnstation hier. Reicht die? Er ist tot. Was? Warum? Warum ist der gestorben gerade mal? Nichts ist mir zerstört, ne? Aber... ein Hauch der Irritation. Ah, natürlich. Sprotter. Ich bin tot. Bin ich nicht tot? Ah, doch, ich bin doch nicht tot. Okay, korrigiere. Der andere ist tot. Auch nicht. Was ist denn das hier? Was mache ich denn für komische Beobachtungen hier? Nichts davon stimmt. Erst bin ich nicht tot, dann ist der nicht tot. Ist hier noch was? Nö, ne? Wäre lustig, wenn man sich da draufstellen könnte und einfach rumdrehen die ganze Zeit. So als Bildschirmschoner vielleicht. Wäre total ulkig. Okay, ist hier noch mal Spannendes? Aha, aha. Alle Werte sind in Ordnung, alles klar. Muss man ja mal kontrolliert haben. Nachher geht hier irgendwas schief. Nachher stirbt noch jemand wegen eines Unfalls. Wir wollen natürlich keine menschlichen Verluste haben. Guten Tag. Huch. Ich vermute mal, die mögen mich nicht. Nein. Auch falscher Zeitpunkt zum Nachladen. Nein. Ach Quatsch. Nein.
Warum sollte ich... Hallo. Nur weil du mich anschießt. Ist kein Grund zum Rumbrüllen hier. Alle der Reihe nach. Erstmal ein Ticket ziehen, dann ist jeder der Reihe nach dran. Ne? Ordnung muss sein. So. Deswegen habe ich mal ordentlich sauber gemacht hier. Einmal feucht durchgefeudelt hier durch den Laden. Sehr feucht, wie man hier sieht. War leider nur kein Wasser, sondern, naja, rotes Wasser. Der gute Holundersaft. Ein bisschen viel davon. Ah! Ja, so gut. Dass hier alles auf Holundersaft stehen, hätte ich nicht gedacht. Schwarze Holunder hier. Aber oh, richtig. Halt mal. War da das? Erstaunliche Technologie. Tolle Zeitschrift. Das ist diese Leiter gewesen. Okay. Wobei, wenn man sich anguckt, die Technologie, die sie dann bei New Order haben, das ist schon auch nicht schlecht. Von daher, klar, irgendwie können sie da schon was Technisches reißen. Von daher, es ist nicht unmöglich, dass es irgendwie, dass sie da was packen. Oder es ist keine Alien-Technologie. Zwangsweise. Hey! Ein Dorf. Hier sind wir reingekommen ganz am Anfang. Unser Auto noch? Na, wahrscheinlich nicht. Ich wollte fragen, ob unser Auto noch da steht. Im Moment ist mir das eher egal. Na komm. Muss ich ja doch mal sagen. Mhm. Klappt super. Klappt ganz fantastisch. Na komm hoch. Ist ja nicht der Kopf. Das auch nicht. Das war der Kopf. So. Gute alte Schießbude. Mag Scharfschützengewehre. Muss man angemerkt haben. Vor allem mit 45 Schuss hier. Das ist schon gut. Ja, dieser Reflex ist sofortigen beiseite gehen dann danach, ne, wenn man getroffen hat. In dem Moment, wo man nachladen muss. Oder halt überhaupt schießt. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Wahrscheinlich habe ich jetzt genug Schuss frei. Ich habe 10 Schuss, okay. Warum habe ich jetzt denn 10 Schuss? Bin im Moment gerade nicht ganz sicher, was ich eigentlich erreicht habe. Außer natürlich total cool und überlegen zu sein. Ich kann einfach so viele Headshots machen, vermute ich mal. Mit dem Bäffchen hier. Dadurch dann ein größeres Magazin kriegen. Kann ich bitte hier rein? Ich möchte gerne Bauschutt spielen, hallo? Mein liebstes Hobby. Lege ich mal ein Kieselchen auf mich drauf. Nee, schade, dass man... Das sieht schon cool aus, aber schade, dass man damit nicht fahren kann. Das sieht ein bisschen nach Doom aus, ne? Nach Doom 3 zumindest. Und Quake 4 so ein bisschen schon. Die Autos sind schon stylisch. Aha, aha, aha. Haben wir's. Wo waren denn die, warte mal, hier, wie hieß denn das? Die sammelbaren. Habe ich das alles? Habe ich nicht, ich wollte gerade sagen. Nur wo ein Häkchen ist. Bombenschussmagazin, vergrößert das Magazin der Bomben. Achso, getötet mit Bombenschuss. Ah! 50 Leute. Mit Schockhammer. Ich muss mit dem Schockhammer mehr machen. Okay, was haben wir hier? Wir sammeln 20% mehr Munition auf. Getötet mit Akimbo. Yeah. Na. Drei Gegner mit einer Granate. Kann 2 zusätzliche Granaten tragen. Okay. Was haben wir hier? Helme gesammelt. Rüstungsverbesserung. Schaltet das Überladen der Rüstung frei. Okay. Das wäre natürlich nett. Aber gut, ich habe schon 76 Helme, ne? Das hier ging halt echt schnell. Was haben wir hier? Heimlich überwältigt die Gegner. Okay. Schaltet die Regeneration von Gesundheit durch Überwältigen frei. Gesundheit wird bis zur maximalen Gesundheitsmenge aufgefüllt. Okay. Fantastisch. Ah, Kampfpistole ist super. Dickes Fell verringert durch den Nahkampf. Ja. Kopf durch Rohr zerplatzt. Wie, was? Aha, interessant, spannend. Okay. Heimlich getötete Kommandanten. Ja, fantastisch. Nicht genug. Töte Gegner mit der letzten Kugel eines Magazins. Okay. Also ich darf nicht so viel nachladen anscheinend. Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Schaltet die Fähigkeit frei, durch wiederholtes Drücken der Nachladentaste die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen. Okay.
mit MG46 getötet. Du kannst, damit kannst du ein schweres Maschinengewehr in der Waffenauswahl tragen. Oh, das ist nicht schlecht, okay. Kann man also wirklich da mitnehmen. Aber ich habe 84 Leute damit schon zermäht. Und wir müssen noch 116. Eine Menge. Getötet aus Deckung. Habe ich so wenig bisher aus der Deckung gemacht? Ich meine, ich decke mich manchmal, ne? Aber meistens dann nur zu, wenn ich schlafen will. Mit der Decke. Zufälligerweise. Wurde gerade gespeichert, ich bin mir gar nicht sicher. Schönes Drehkreuz. Ah, ne, es ist einfach nur so. Ich speichere, wenn ich kann, dann werde ich gleich ausmachen. Für den Moment. Hier ist nichts, ne? Einfach mal einsteigen. Ach so. Oder so. Das ist zu einfach. Das ist sehr zu einfach. Was wollte ich machen? Hiermit wollte ich ein bisschen ballern. Das ist schön, aber... Was war das andere? Mit dem Schockhammer, ne? Genau, da ein paar Leute umklatschen. Helme. Ich kann die Helme nicht sammeln. No. Komm ich hier durch? Ah, das ist zu einfach. Okay. Ich mache eine kleine Pause hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir kloppen uns das nächste Mal hier durch. Danke für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal bei Wolfenstein. The Old Blood. Bis dahin.